Brasilien bei Belo Horizonte eine Favela. Synonym für Armut, Kriminalität, Drogenhandel. Dem Sog der Slums können vor allem die Kinder kaum entkommen. Kunst und Design sollen dabei helfen. Kreativtraining mit Favela-Kindern. Das klingt erstmal nicht nach einer Begegnung auf Augenhöhe. Ein junger deutscher Kreativer aus der Werbebranche reist in die Welt der Minderprivilegierten, um ihnen die kreative Botschaft zu bringen. Und für mich war eben auch dieses Ausbrechen, so ein Ausbrechen aus meinem Leben. Ich bin ja raus aus meinen Sicherheiten, raus aus meiner Umgebung, da wo ich mich wohlfühle. Bin in eine Favela reingegangen, in Brasilien zum Beispiel, und bin dort in eine komplett fremde Welt, ja, absolut fremde Welt für mich eingetaucht. Eine Welt, die die Kinder nachbauen. Sie sind die wahren Helden dieser ungewöhnlichen Initiative. Da bin ich ja nicht der Lehrer im Prinzip und versuche denen Kreativität beizubringen, sondern ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass jeder diese Kreativität in sich trägt. Und ich schaffe im Prinzip nur diesen Raum. Ich organisiere einen Raum, wo diese Kreativität ausbrechen kann. Tatsächlich ist es das Ergebnis der fünfmonatigen Arbeit mit den Kindern, das überzeugt. Sie machen diese Arbeit und auch den damit verbundenen Appell durchaus glaubhaft und sympathisch. Es sind Arbeiten, die wie eine Art visuelle Ermächtigungsformel wirken. Sie nutzen die Nischen der Städte für plakative Botschaften und Signale. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat ein kleines Kind eben ihre Zeichnung hochgezeigt, die sie gerade gemacht hat, und alle haben irgendwie gelacht. Und ich fand die aber so stark, diese Zeichnung, dass ich die mitgenommen hatte und am nächsten Tag groß kopiert habe, also wirklich groß. Die war dann 2 Meter groß, diese kleine Zeichnung. Und alle waren total erstaunt, ja, über diese Monsterfigur. Und die fanden das dann alle super plötzlich, ne? Und dieses kleine Kind hat dann eben in dieser Situation schon auch gespürt, so wow, ich kann was. Das ist ja gar nicht so schlecht, wie die anderen denken. Also das war genial. Selbstvertrauen, Erfolgserlebnisse, Zusammenhalt. Das nehmen die Kids in allererster Linie mit. Lupo hat ihre Arbeiten in einem Buch zusammengefasst, das mittlerweile mehrfach prämiert wurde und auch den Deutschen Fotobuchpreis 2012 erhielt. Vieles erinnert an die Street Art des französischen Künstlers J.R., ist popkulturell auf der Höhe, fordert keine Analyse, sie wirkt um ihre selbst willen. Eine Anleitung in doppeltem Sinne. Einmal dieses Ausbrechen der Kinder, also diese Kreativität, die rausbricht aus den Kindern, dann raus auf die Straße und am Ende raus mit diesem Buch, raus aus dieser Favela, raus in diese weite Welt, und dass dieses Buch und diese Bilder und diese Arbeiten der Kinder im Prinzip auch bei uns gesehen werden. Die Mittel, so einfach wie seine Herangehensweise. Neben Stoffresten, Kleister und Spraydosen auch Klebeband, Getränke und Filmdosen. Am Ende steht ein kleines Wunder. Eine Lochkamera. Und die erstaunliche Schönheit der Bilder. Dieses Potenzial, was verborgen oder versteckt ist und was eigentlich gefördert werden sollte. Und das ist so unser Ansatz. Also ich versuche, irgendwie Dinge, die leise sind, laut zu machen, dass andere Menschen dieses Potenzial auch sehen können. Die Arbeit in Brasilien hat er schließlich zum internationalen Hilfsprojekt ausgeweitet. Art Helps. Mit Projekten in Südafrika, aber auch in der Schweiz. Vielleicht auch bald in Afghanistan. So verändert man den Blickwinkel. Ich glaube auch, dass Kunst eben helfen kann oder Kreativität generell helfen kann, auf neue Lösungen zu kommen. Gerade für Menschen in Not, gerade für Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen stecken, kann Kreativität vielleicht neue Lösungswege aufzeigen. Ob
diese Kreativität in der Favela Morro do Papagaio Leben nachhaltig verändert, wird sich noch zeigen. Gewinner gibt es sicher auf beiden Seiten. Und gewinnen ist ein großes Wort. Gerade für die, die in eine Welt geboren werden, in der sie scheinbar nur verlieren können.